Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, was für eine Zeit jetzt bei euch ist. Bei mir ist jetzt morgens. Ich bin eigentlich auch auf dem Sprung. Ich drehe jetzt nur die Videos fertig und dann gehe ich mit den Kindern los. Wir haben heute einiges geplant. Genau. Ich mache heute meinen zweiten Wochenabschluss im Januar. Das heißt, für mich hat der Januar noch ja 2,5 Wochen ungefähr. Also ich hoffe, dass ich hier Gehalt kriege und nicht erst hier. Wobei ich glaube, dass wir hier, ja, hier Gehalt kriegen. Genau. Hier seht ihr meine No-Spend-Days. Eingetragen habe ich noch nicht. Das mache ich mit euch zusammen. Also meine Woche hat begonnen am 7. Januar. Da habe ich Geld ausgegeben, da mache ich meinen Wocheneinkauf. Dann hatte ich 3 No-Spend-Days in Folge, was sehr gut ist. Am 11. habe ich noch mal was nachkaufen müssen. Und wir haben noch ja, 2 Paar Hausschuhe kaufen müssen. Und ich habe was bei Etsy bestellt. Dazu aber nachher mehr. Dann hatte ich noch mal einen No-Spend-Day und hier habe ich eingekauft und heute habe ich auch eingetragen. Ich weiß, das ist erst nächste Woche, aber ich weiß, dass ich heute Geld ausgeben werde. Deswegen habe ich das gleich eingetragen. Genau. Weggegangen ist das Wohnungsgeld, mein Handy, Amazon Music und Betreuung. Das war's. Hier ist ja nichts passiert. Eingenommen habe ich auch nichts. Ja. Leider, aber ist so. Gut, dann Ausgaben. Meine Tochter hat sich ein Spiel gekauft für 20 Euro. Am 7.1. Ich war bei Edeka, bei Lidl und bei Rewe und habe Lebensmittel gekauft. Am 11.1., wie gesagt, habe ich was bei Etsy bestellt. Dazu aber nachher mehr. Dann haben wir Schuhe gekauft, also 2 Paar Hausschuhe, nichts Besonderes, deswegen 27 Euro. Und wir waren beim Bäcker, weil wir zu früh beim Training waren und wir hatten 1 Stunde Zeit. Ich habe mich voll in der Zeit vertan. Ja, und dann haben wir uns was zu essen gesucht und das hat mich 6 Euro gekostet. Also ich habe da nichts gegessen, ich habe keinen Hunger gehabt und die Kinder hatten einmal Birchermüsli und einmal so ein Froschberliner. Genau, und ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich mir noch einen Kaffee hole. Also Kaffee to go, aber habe es dann gelassen, weil ich meistens die Milch nicht mag, die es da gibt. Also ich trinke ja diesen Haferdrink und habe mir das angewöhnt und jetzt bin ich verwöhnt und will nur noch das trinken. Also habe ich Geld gespart. Auch gut. Dann am 13.01., das war gestern, da habe ich eingekauft. Und zwar den Wocheneinkauf für nächste Woche. Das heißt, ich werde heute nicht einkaufen müssen, was gut ist. Wir haben den Haushalt gemacht. Jetzt mache ich die Videos und dann können wir losflitzen. Dann war ich bei Rewe für 23,49 Euro, habe die Tabletten für Blackie geholt für 79,19 Euro und dann war ich noch tanken. Mein Tank war so, ja, so ein bisschen mehr als halb voll und ja, habe 32,01 Euro gezahlt. So. Hier bei der Kleidung habe ich das gleich eingetragen, diese 27 Euro für die Hausschuhe mit Bleistift, weil ich nicht weiß, ob da noch was dazu kommt. Genau. Und jetzt tragen wir das einfach zusammen hier ein. Ich habe mir hier in meinem schlauen Buch die Liste bereitgelegt. Entschuldigt. Und zwar habe ich bei den Lebensmitteln 150 Euro und 12 Cent ausgegeben. Das ist so viel, weil es theoretisch 2 Wochen sind. Weil ich ja jetzt gestern für nächste Woche eingekauft habe, was ich ja eigentlich heute gemacht hätte. Und deswegen ist es so viel. Also ich finde es viel. Dann habe ich, rechne ich nachher aus, was ich noch habe. So, bei Blackie habe ich
89 € raus und 19 Cent waren es, oder? Ja. 10 € habe ich in den Lebensmittelumschlag getan und ja, 79,19 € haben die Tabletten gekostet. Bei Drogerie ist jetzt auch nichts mehr drin. Das habe ich auch rausgetan. Also ich habe es nicht ausgegeben, sondern ich habe es hier in die Lebensmittelumschlag gelegt. Das heißt, das hier, also ja, 10 € davon. Und das hier rechne ich nachher auch nicht mit, weil ich es theoretisch noch habe. Es war nicht so schlau von mir, das mitten im Monat zu machen. Aber ja, gemacht ist gemacht. Ich wollte es jetzt nicht wieder raustun. Ich könnte es jetzt wieder raustun, aber das ist mir einfach zu umständlich. Ich lasse es jetzt drin und ja, vermerke mir das vielleicht auch hier unten. Ich habe es auch in meinem schlauen Buch noch vermerkt, damit ich weiß, was Sache ist. So, getankt habe ich für 32 € und einen Cent. Ich habe diesmal nicht den glatten Betrag bekommen, sondern ja, 1 Cent. Mein Gott, so ist es. Passiert. So, ich habe ausgegeben aus meinem Umschlag den Etsy-Einkauf von 20,19 €. 90, entschuldigt. Mama Leonie hat sich ein Spiel geholt für 20. Hier ist nichts passiert. Hier ist nichts passiert, aber es passiert heute was. Schule habe ich ausgegeben 38,50 € für das Essen. Und sonstiges ist nichts passiert. So, und dann sind wir bei, müssten sein 200. Okay, ich rechne es kurz aus und sage es euch dann. So, 5. Das sind 340,72 €. 340,72 €. So, ich rechne jetzt auch kurz aus, was hier rauskommt und was hier dann übrig ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also ich habe jetzt gerechnet wie blöd. Ich habe hier 609,55 € raus. Wenn ich aber das minus das hier mache, kommen 607,55 € raus. Ich habe keine Ahnung, wo die 2 Euro sind. Ich habe 2 Euro mehr als eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was hier nicht stimmt. Ich werde es mir morgen nochmal in Ruhe anschauen. Vielleicht fällt mir der Fehler auf, vielleicht fällt er euch auch auf. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich weiß es nicht. Also, insgesamt habe ich 378 € und 88 Cent ausgegeben. Das tragen wir jetzt auch hier rein. Beziehungsweise rechnen wir noch dazu. 78,88 plus die 27, die wir für Kleidung ausgegeben haben. Das ist noch von der ersten Woche. 27 sind von der zweiten Woche. Und dann tragen wir hier vorne nämlich diese Zahl ein, nämlich 405 € und schon wieder 88 Cent. Irgendwie habe ich es mit 88 Cent oder 55 Cent lauter Schnapszahlen. Egal. Naja, gut. Wie gesagt, ich schaue morgen noch. Ich plane ja immer meine Woche hier. Und hier habe ich so eine Übersicht gemacht mit meinen Sinking Fund 1 und 2. Da kam mein Sohn rein. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht aktuell, aber ich habe mir überlegt, ich mache es immer am Anfang vom Monat. Wenn dann das neue Geld reinkommt, mache ich es aktuell, weil es ist ja, wie gesagt, jetzt schon was rausgegangen. Hier. Das habe ich hier jetzt noch nicht eingetragen. Das wäre mir zu umständlich. Genau. Ja. Genau. Keine Ahnung, was da los ist. Nein, so ist es. So, dann kommen wir jetzt noch zu den Spielen. Bis gleich. So, wir kommen zu meinen Sparspielen. Würfel habe ich auch schon hier. Geld liegt hier. So, ich habe die Rubbel-Challenge schon gemacht. Ich habe hier 12 und 1 freigerubbelt. Ich mache jetzt jede Woche, also ich versuche 2 zu machen. Ups. Also 10. Bisschen ungeschickt hier.
Und 13 kommen hier rein. Und ich schreibe es auch gleich auf. Heute ist der... Oh Gott, welchen haben wir heute? Ich check's wieder nicht. Heute ist der... Moment, ich hab's gleich. Der 14. Erste. So, plus 13. Dann sind wir bei 73 Euro. Ich tue es nachher wieder schön rein. So, bei der Wäsche-Challenge. Ich habe 5-mal gewaschen, also 5 Euro in die Wäsche-Challenge. Und auch das schreibe ich auf. Da lag ein Haar. Da liegt ein Haar. So, wir haben... Jetzt habe ich schon wieder welchen... Wir haben den 14. Plus 5 sind 135 Euro. Und ich bin froh, wenn sie voll ist. Tatsächlich. Einfach nur, damit sie mal voll war. So, ziehe eine Karte. Ich würfle. Eine 3. 1, 2. Nanu. Und 3. Oh, ziehe 3 Karten. Okay. Drei Karten, oh je. Okay, 2 Euro geht noch voll. 8 Euro, er ist auch noch okay. Und oh, 10 Euro, okay. Also sind zusammen 20 Euro. 15, ah ja, okay, alle 5er. Na gut. Dann müssen wir halt das nächste Mal ein bisschen sparsamer sein. Oder ich habe jetzt noch zusätzliche Einnahmen, aber ja, sieht schlecht aus. Ich bin diesen Monat sehr faul. Ich gebe es zu. Heute ist immer noch der 14.01. Ich habe eine 3 gewürfelt und muss 20 Euro. Oder ja, ich hätte auch 2 Euro sparen können, aber ja, ich spare dann dafür das nächste Mal ein bisschen weniger, weil ich weniger habe. Oder mal gucken, ob ich überhaupt spiele. Sehe ich dann. So. Dann eine 3. 1, 2, 3. Zahle 6 Euro. Eieiei. 2, 4, 5, 6. Also heute spare ich sehr viel Geld, was ja gut ist an sich. Aber ich weiß nicht, ob dann noch was für die nächsten Spiele übrig bleibt. So, dann haben wir hier 75 Euro. Ich habe gerade geschaut, ob es hinten drauf auch noch bespielt werden kann, aber nicht. So, noch die Würfel-Challenge. Eine 6. Eine 6. 2, 4, 5, 6. 6 Euro. Halt, das muss auch kurz raus. So, und dann... Muss ich kurz wieder Krustück, weil ich mal wieder meinen Stift nicht finde. Jetzt habe ich ihn. So. Ordnung halten. Sonst wird es nachher zu viel. So, plus 6. Sind tatsächlich auch schon 40 Euro, die ich nebenher gespart habe. Also es ist ja schon nett, finde ich. So. Da ist ja alles drin. Das mache ich ja jetzt gerade
Nur einmal im Monat und zwar beziehungsweise zweimal im Monat, nämlich am Monatsanfang und am Monatsende. So, jetzt ist ja sehr, sehr dick. Mal gucken, ob ich nachher irgendwelche Scheine wechseln kann. Kleingeld wieder raus. Aber es hält noch. So, und das ist jetzt noch übrig. Ja, was soll ich sagen? Müssen wir halt ein bisschen sparsamer sparen nächste Woche. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das schaffe hier. Theoretisch hätte ich noch ein bisschen Kleingeld. Muss ich schauen. Das schreibe ich nachher auf. Genau, jetzt zeige ich euch, was es Neues bei mir gibt. Und zwar habe ich diesen hier zu Weihnachten bekommen und habe da, ich habe gesagt, ich habe Spiele bestellt. Zweimal. Einmal Mystery Stone von Budget in Pocket. Dazu gab es diesen tollen Spielwürfel mit dieser Spielfigur. Ich habe jetzt hier noch eine andere, weil ich habe das gleiche Paket nochmal gehabt, aber mit einem Mini-Würfel. Der ist so süß. Der ist so süß. Den tue ich jetzt auch wieder hier rein. Ich wollte eigentlich schon ein neues Spiel anfangen, aber dann dachte ich mir so, ah, mitten im Monat ist ein bisschen blöd. Ich werde ab nächsten Monat. Es ist einfach so schön, ab nächsten Monat die Spiele bespielen. Die Farben sind so unfassbar schön, ich kann es gar nicht sagen. Und Mystery Potion. Das wollte ich auch schon lange haben. Und oh, es ist auch so wunderschön. Den passenden Tracker dazu. Und dann habe ich hier ja noch die 52-Wochen-Challenge in dreifacher Ausführung. Also ich habe einmal, ich hole es mal kurz raus. Also einmal ganz normal, dann einmal mit Centbeträgen und einmal mit. Ja, auch Centbeträgen, aber halt, also ganz kleine und mittel und groß. Genau. Und die fange ich tatsächlich an, sobald ich meine Schulden im Griff habe. Genau. Und dann gibt es aber noch mal was, was ich euch zeigen will. Ich muss es kurz holen. Und zwar habe ich nochmal Post bekommen. Ich habe nämlich noch was bestellt von Kreativrabe. Und ja, ich hatte es schon offen. Ich wollte nicht warten mit reinschauen. Und zwar fand ich das auch so toll. Also hier ist mal, ups, ein wunderschöner Stift mit Sternen drauf. Schön. Einmal eine Rätsel-Challenge. Ich mag Rätsel ja total, aber das gehört dazu. Eine Rätsel-Challenge. Ich darf nur nicht zu genau drauf gucken, sonst sehe ich schon ein paar Worte. Das ist die Lösung dazu. Die zeige ich euch jetzt nicht. Eine Karte natürlich. Wunderschön. Vielen lieben Dank für deine Bestellung. Viel Spaß beim Sparen. Liebe Grüße, Mona. Vielen, vielen Dank. Es ist so schön. Also die Monde habe ich noch nicht rausgeholt und schaut euch dieses Spiel an. Ist es nicht wunderschön? Mit Spielfigur gleich dran. Das kommt jetzt gleich auch in den silbernen Binder. Jetzt hole ich aber doch mal die Monde raus. Papier kommt weg. Oder gibt es sogar Rechenaufgaben, okay? Oh. Schön. Ich gucke mir jetzt noch nicht alle an, weil ich die nachher anschauen will. Also beim Spielen. Schaut sie euch an. Oh, das sieht so schön aus. Echt. Also hier sieht man ein bisschen, dass es irgendwo draufgeklebt ist. Weiß nicht, ob ihr das seht. Aber das macht mir ja gar nichts. Ich finde es trotzdem wunderschön. Ich freue mich so. So, das kommt jetzt auch hier rein.
Tut mir leid, das Video wird wieder ewig lang, weil ich einfach immer irgendwas zu erzählen habe oder irgendwas zu zeigen. Wunderschön. Ich freue mich so. Und ich freue mich so, die Spiele zu spielen. Ich würde sie am liebsten gleich anfangen, aber wie gesagt, das ist ja so mitten im Monat. Ich weiß gar nicht, ob das hier reinpasst. Ich glaube nicht. Ja, ich will es auch eigentlich nicht so quetschen. Ah, doch, passt ganz knapp rein. Da brauche ich dann vielleicht einen großen Umschlag. Habe ich auch noch. So schön. Genau. Jetzt muss ich hier gucken. Da ist die Adresse drauf. Dann machen wir das einfach damit auf. So. Ein Stift, wie gesagt, lege ich hier rüber. Der gehört da jetzt nicht mehr dazu. Das lege ich auch mal weg. Das gehört auch nicht dazu. Das sieht ja schön aus. Oder ist ein Stift drin? Den hatte ich mitbestellt. Ansonsten ist hier nur noch Papp. Oh, das ist schön. Was ist das? Mini-Challenge. 20 Euro. Da ist einfach eine Mini-Challenge auf dem Umschlag drauf. Seht ihr das? Das ist ja mal eine super Idee. Mega. Spare für jeden Keks 2 Euro. Das ist ja cool. Das gefällt mir. Budgeting mit Oma Bett. Oma Belle, Entschuldigung. Und zwar habe ich mir da bestellt diese 52-Wochen-Challenge. Ah, hier kann man auch hinten und vorne draufschreiben. Die habe ich gesehen und die hat mir sofort gefallen. Zwischenstand März, Zwischenstand Juni, Zwischenstand September, Zwischenstand Dezember. Mega, sie ist einfach mega cool. Ich mag einfach so bunt. Glaube ich, ich stehe da voll drauf. Also wie gesagt, ich finde sie echt schön. Das ist auch schön. Das ist einfach so ein Dashboard mit dabei. Mega. Und theoretisch nochmal eine Challenge dabei. Wunderschön. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Annabelle. So schön. Wirklich so schön. Ja, wie gesagt, die 52-Euro-Wochen-Challenge, die 52-Wochen-Challenge muss noch ein bisschen länger warten. Und wenn ich sie anfange, werde ich auch erst die hier besparen. Und die kann ich ja dann immer wieder besparen, weil es ist hier alles laminiert. Was ich super finde, laminiert ist immer gut. Verschwendet man weniger Papier, weniger Ressourcen. Und jetzt geht es hier wieder nicht rein. Ich brauche dringend große Umschläge. Das ist einfach reingequetscht und das werde ich jetzt da aber nicht reinquetschen, weil das ist viel zu groß. Und ich will nicht, dass es kaputt geht. Das kommt jetzt auch mal weg. Genau. Ja, also wie gesagt, ich habe hier viele, viele, viele tolle Spiele. Aber ich werde diesen Monat noch warten. Ja. Muss ich mich jetzt gedulden, leider. Das schneide ich nachher aus. Das ist super toll. Genau. Achso, die wollte ich eigentlich auch reintun. Ja, mache ich gleich. So, genau. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und wir sehen uns dann. Genau, beim dritten Wochenabschluss mal schauen, wie viel Geld ich dann ausgegeben habe. Ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen weniger. Ciao.